Hallo, ihr Surfer, willkommen zurück zu einer neuen Folge aus der Reihe Let's Show hier auf dem Kanal Spieleflut. Das Spiel heute Among the Heavens mit mir, dem Amano und der Nashira, die sich wirklich wie mitten im Himmel fühlt bei der Musik. Ja, im Himmel für Kleinkinder, oder? Nein. Also nicht im Bälleparadies, sondern im Himmelparadies. Nein. Nein? Wir gehen mal auf Play und gucken, was passiert. Oh Gott. Neues Profil, wir heißen nicht Player. Wir sind nur einer. Das ist ein Amano. Okay. Casual, Expert. Ich nehme Casual, weil ich habe keine Ahnung, wie das Spiel sich spielt. Jo. Hey, Sid. How do you find these ruins? I don't know. Muss ich jetzt auf... Ah ja, wir können abbrechen. Sehr schön. Yay. Intro wollen wir ja auch nicht zeigen. Wir sind also Sid. Da sind Zwillinge. These are your first customers. Drag the party to an empty table. Oh, okay. Gut. Hinsetzen. They will decide shortly. Hinsetzen. Ah, ja. Wir müssen Leute bewirten? Was müssen wir? Wir müssen Leute bewirten? Click on the menu stack to confirm their order. Menu stack, wo? Das? 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 Ah ja. Ah. Wait for Marcus to make their potions. Ja, ja, ich komm schon. Well done. Chase, click on the tray to pick it up. Aha. Okay. We picked our first order. Nummer 1. First customer served. Darf Give them some time hinsetzen? To enjoy their potions. Enjoy their potions. Let's payments. Payment. Oh, die da oben sieht nicht glücklich aus. Ja, die will sich ja nicht setzen. Achso, weil sie besetzt ist. Trinkgeld! Ich muss das... Ach, nach dahin bringen. Seating customers on the seats that match the color of their outfit gives you a color of their outfit. Auch das okay. Also rot und rot zu rot. Sie ist jetzt rot, ja? Das gibt einen Bonus, so wie ich das verstanden habe. Muss aber nicht zwingen, ne? Okay. Also doch, muss schon zwingen, oder? Achso, keine Ahnung. Gab doch automatisch Bonus, oder? Ich, keine Ahnung. Trink schneller! Mach! Patsch, 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 patsch. Oh, Kackbratze. Das heißt jetzt, die bestellt einfach neu und... Jo. Ich kriege dann hoffentlich das doppelte Geld. Hoffentlich. Wahrscheinlich nicht, weil sie so lange warten musste. Doch. Los, Trinkgeld. Das immerhin geht automatisch in die Kiste. Okay. These are only the basics, but I think we're gonna make it. Extras. Fantastic Job. Okay. Amano. Fantastic Job. Okay, war zwar nur ein Tutorial, aber ist das jetzt immer noch ein Tutorial? Keine Ahnung. Ach nee, Stage 2. Jo, genau. Ah ja, okay. Ich, ja. Gut. Ah, es wird spannender. Wir haben vier Kunden, aber wir haben nur Tables für zwei. Also, seat them at tables next to each other and they will merge together automatically. They will merge together. Okay. Aha. Dann. Ja, entspann dich mal, Schnucki. Ah. Ja. Das ist jetzt eine Bestellung? Ja. Tisch 2. Ja. Du darfst da auch hin? Nein, der Tisch ist voll. Die will nicht. Verstehe ich nicht. Aber sie können sich doch da hinsetzen. Ja, aber sie will nicht. Nein, sie braucht einen extra Tisch. Oh Gott. Dann ist das aber ein bisschen sehr schnell. Ja, das kommt mir auch so vor. Also, das ist zumindest das Gefühl, was ich habe, dass es hier doch sehr, sehr fix ist. Dahin, dahin. Ja, ja. Entspann dich. Ja, die geben alle Trinkgeld, das ist schon mal super. Naja, die geben Trinkgeld, weil ich ja genau richtig abpasse. So, er kann zwei gleichzeitig machen. Das ist eine Kombo. Sehr gut, jetzt haben wir da wieder Tische frei. Kann er auch zwei Essen gleichzeitig nehmen? Jo. Teilt er auch das Richtige zu? Ich wollte gerade sagen, jetzt darfst du nur die Bestellungen natürlich ineinander bringen. Gut, aber anscheinend funktioniert. Jo, jo. Der Zeiger muss im Grünen sein für Trinkgeld. Hattest du nicht aufgepasst? Ah. Nein, hattest du nicht. Nein. Also, dafür, dass das jetzt hier gerade erst startet, ist das jetzt schon ein bisschen Stress. Ja. Nanu? Items around to make rows of three and receive a power potion. It will help you in the next levels by speeding sit up. Ach, cool. Okay.
Das finde ich ja ganz nett eigentlich. Hat die Vierer jetzt irgendwie noch einen Bonus gebracht, irgendwas? Ich glaube nicht. Na, dann können wir es ja auch sein lassen. Also ich weiß es nicht. Was muss ich denn machen? Muss ich jetzt so lange machen, bis alles weg ist? Oder? Nein, 80 von 300 steht da unten. Ah! Oh, ich konnte dir mal weiterhelfen. Yay! Ja, ich habe jetzt nicht gesehen, wie lange ich das machen muss, das Ganze, mit dem Match 3. Ja, es ist ja gleich. Also ich brauche 300 Punkte. Genau. Dann ist vorbei. Jo. Und das geht auf Zeit. Das hättest du nicht sagen müssen, jetzt wäre ich nervös. Es tut mir sehr leid. Blau in der Mitte kannst du machen, theoretisch. Hellblau. Was? Hellblau. Ja, hoch. Ach so, ja. Ich wollte gerade sagen, blau ist das andere für mich. Oh, was ist das Helle für dich? Jetzt sag nicht Türkis. Ja. Das ist nicht Türkis. Nein, ist es auch nicht. Dum, 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 dum. A Power-Up Potion you earned will be waiting for you. Power-Up Potion, was macht die Power-Up? Ach ja, nur macht die schneller. Wie schneller? Wie schneller zwischen den Tischen. Hast du nicht aufgepasst? Doch. Doch. Select an upgrade that looks the most useful and click on. Ein Upgrade jetzt auch noch. Okay. Okay, wo sehe ich, was es ist? Running Shoes, Short Rings, Potion Skills. Running Shoes, glaube ich. Ja. Jo. Das ist sinnvoll. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Nein. Nein. Okay. Gut. Ja. New customers, Skydivers. New customers. Skydivers. Oh, die sind aber ungeduldig. Die hier. Die sind also ungeduldig. Die kann ich hier ziehen. Um meinen Gedanken zu Ende zu sprechen. Das Spiel beginnt gerade erst. Und wird trotzdem schon stressig, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Du kannst da oben rechts an den Tisch welche sitzen. Hilfe. Eieiei, ist das stressig. Ja, das finde ich nämlich jetzt auch schon, dass es zu Anfang schon stressig wird. Los, Trinkgeld. Das finde ich jetzt schon ein bisschen herausfordernd, wenn ich ehrlich bin. Jetzt guck mal, ob du die blaue da an den roten Tisch setzen kannst. Nee, so, kann ich, aber sollte ich ja nicht. Ach so. Okay. Es wurde ja extra gesagt, ich sollte... du hier? Ist das euer Essen? Geld wegbringen? Ah, da! Portion 2, Hilfe! Zu schnell! Da musst welche hinsetzen. Ja, aber da kriege ich doch nicht die Bonuspunkte. Ja, besser als wenn sie wieder wegrennen. Das stimmt. Ist denn jetzt schon jemand weggelaufen bis jetzt? Bis jetzt nicht, nein. Das ist gut. So, einmal Essen wegbringen, Geld wegbringen, Stellung aufnehmen. Wir konnten uns noch einigermaßen retten jetzt, oder? Ja. Ja, jetzt ist die Stoßzeit vorbei. Jetzt geht es einigermaßen. Ich finde es immer schade, wenn Stoßzeit vorbei ist. Ich tue immer so, als hätte ich das nicht gehört. Ja, was denn? Was? Nein, ich habe einen Frosch im Hals und so. Armes Ding. Ja. So ist das, wenn ich neben dir sitze. 40.050 von 4.000. 4.050 von 4.000, okay. Um jetzt endlich mal meinen Gedanken zu Ende zu sagen. Ja. Ich finde das hier schon stressig und schwer. Ich will gar nicht wissen, wie das da noch wird. Verstehst du? Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Oh, endlich mal ein männlicher. Looks like the skydivers told their Customer. Ach, Pilot. Pilot ist es. Great guys leave nice tips. Order twice and hold up the queue. Aha. This level, was? The screen will shake and customers might spill their drinks. Oh, nein. Boah. Okay. Du bist gemixt hier von der Farbe. Okay, so. Du bestellst also zweimal. Das ist halt super, dass ich da viel Trinkgeld bekomme. Ja, was soll's. Viel Trinkgeld bekomme. Aber sie halten halt die, wie hieß es? Die Reihe auf. Die Bestellreihe. So, ja. Jetzt kann ich den Vierer halten. Jetzt ist halt die Frage, ob das unterm Strich geldmäßig gut oder eher blöd ist. Das werden wir sehen. So, die Nummer 3. Die Nummer 4. Die Nummer 1. Oh Gott, ein Erdbeben! Nein! Oh doch! Eieieiei. Trinkgeld! Komm, komm, komm! Nein, zu früh! Ich stöpp. Guck mal, sie ist schon da. Da schütteln sie den Kopf. So, ihr Vierer bitte dahin. Stellung aufgeben. Hier haben wir die 2. Ja, du bekommst dein Essen.
Bestellung. Oh Gott, vor allem habe ich ja noch ein Zeitlimit immer oben drüber, weißt du? Ja. Ich würde einfach mal kurz das Reden für dich übernehmen. Ich finde das irgendwie total cool, weil das halt auch mal was anderes ist. Dass so ein Spiel in der Art und Weise, alle, also gut wie alle, ein Spiel in der Art und Weise habe ich so, glaube ich, noch nicht gesehen. Doch, wir haben schon mal eins. Ja, so ein ähnliches, I know, aber... Nee, wir hatten halt sogar eins genau in der Art und Weise schon genau auf dem Kanal. Ja. Okay. Aber dann ist nur das Intro, muss ich dazu sagen. Nur das, ja, okay, gut. Aber, selbst dann, nur eins bisher. Das stimmt. Und von daher, gefällt mir das grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut. Allerdings muss ich sagen, für mich wäre das echt einfach zu stressig. Also ich hätte nicht wirklich Spaß dran. Echt nicht? Für mich wäre das einfach nur Stress, was aber das Spiel nicht abwerten soll. Also das ist jetzt kein Kritikpunkt meinerseits am Spiel, das ist einfach nur, für mich persönlich wäre das nichts. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass das Spiel ziemlich cool ist. Ja, also ich muss sagen, mir gefällt das. Das ist das totale Casual-Billy-Spiel. Aber es macht mir trotzdem Spaß. Also ich könnte sowas längere Zeit spielen, solange es vom Schwierigkeitsgrad her fair bleibt. Und was ich vor allen Dingen ganz nett finde, ist, dass es hier tatsächlich mit so einem Match 3 gekoppelt ist. Ja, das finde ich auch cool. Sodass man auch da nochmal eine Varianz hat. Dass also nicht immer das Gleiche ist, was man macht. Auf jeden Fall, das finde ich auch super. Das finde ich richtig super. Orange links. Jo. Nee, das finde ich echt cool. Schon, ne? Also ja, ich bin ein bisschen begeistert gerade. Ja, begeistert ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ja gut, vielleicht ein bisschen zu viel. Also für mich jetzt. Nein. Wenn du begeistert bist, ist das doch völlig in Ordnung. Ja, nee, ich weiß nicht, ob begeistert das richtige Wort ist, aber ich, ja, doch, ich finde, ich bin sehr positiv gestimmt. Sagen wir es einfach mal so. Du bist positiv gestimmt aufgrund des Spiels. Ja. Oh, das soll ich doch ganz gern. Ja. Aber keine Motzen in der Schira, das ist immer gut. Oh, der Fünfer hat nicht mal irgendwie was ganz Besonderes gebracht. Nee. Böse. Nicht mal irgendein Achievement unlocked oder sowas. Oh, Ziel schon erreicht. Power up. So. Ich würde jetzt aber hier tatsächlich aufhören mit dem Let's Show, weil ich glaube, wir haben schon gezeigt, wie das Spielprinzip an sich ist. Jo. Ich glaube, dass hier noch, guck mal, was wir alles vor uns haben, dass es noch deutlich schwieriger wird und anspruchsvoller. Aber trotzdem, mir gefällt's, ich find's gut. Ich weiß nicht, wo ich's her habe, aber hätte ich das so gewusst, hätte ich es mir sogar gekauft. Ich hab's wahrscheinlich durch einen Bundle bekommen, der Zufall. Aber für so eine Art von Spiel würde ich sogar Geld ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Kann ich absolut nachvollziehen. Totales Casual-Spiel. Aber es muss nicht immer nur AAA und muss nicht immer nur Hardcore sein. Richtig. Mir gefällt das. Ja. Genau. Ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, sagen eure Naschira und euer Amano. Bis dann. Tschüss.